Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute erzähle ich euch etwas über meine Haar- und Pflegeroutine und verrate ein paar persönliche Tipps und Tricks. Viel Spaß bei dem Video. Also ich würde jetzt zu Beginn des Videos einfach mal ganz frech behaupten, dass ich mich mit dem Thema Haare ganz gut auskenne. Schon allein durch meine Lehre, die ich absolviert habe. Deswegen bleibt unbedingt dran, das Video wird ganz spannend werden. Ja, das Thema Haare, da hat auch jeder seine eigene Meinung zu. Und die einen sagen, es ist gut, wenn man die Haare nicht so oft wäscht. Die anderen waschen ihre Haare am liebsten jeden Tag, manche sogar mehrmals am Tag. Ich habe schon alles erlebt. Wie ich das persönlich mache, dazu später mehr. Wie ihr das wahrscheinlich auch aus den letzten Videos mitbekommen habt, ich beschäftige mich in der letzten Zeit auch ein wenig mit dem Thema Umwelt und versuche mich einfach da Schritt für Schritt zu bessern. Und bei dieser passenden Gelegenheit darf ich euch ein paar Produkte vorstellen, und zwar von der Marke Levy & Frey. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus und schaut euch das mal an. 4 einheitliche, hübsche Fläschchen. Und welche Frau mag es nicht zu Hause schön, gemütlich und einheitlich haben? Also für mich persönlich ist das wichtig. Ich mag es, wenn alles schön farblich zusammenpasst, wenn alles einheitlich aussieht. Und vor allem ordentlich, und damit hat man definitiv Ordnung im Badezimmer. Also was die Optik der Fläschchen angeht, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die sehen einfach hübsch aus. Und man hat sich natürlich nicht nur um die Optik Gedanken gemacht, sondern auch um den Duft, um die Umwelt und um die Nachhaltigkeit, was für mich persönlich in der letzten Zeit sehr wichtig geworden ist. Das, was ich jetzt hier habe, ist ein Starter-Set und der besteht aus 4 Pumpfläschchen. Hier habt ihr einmal was für die Hände, also eine Handseife und ein Shampoo für die Haare, etwas für den Body, ein Duschgel und einmal einen Conditioner für die Haare. Das sind die 4 Flaschen. Und übrigens, wenn ihr so einen Starter-Set bestellen wollt, dann nutzt unbedingt meinen Rabattcode, denn dadurch spart ihr auf jeden Fall 15%. Und übrigens, ich war vorhin auf deren Seite und da sind noch ganz viele Sachen reduziert. Also schaut mal vorbei. Ich werde nachher auch noch mal ein bisschen stöbern. Und für die Flaschen habt ihr hier auch noch extra Verschlüsse. Falls ihr in den Urlaub fahrt, dann kann man nicht aus Versehen draufdrücken, sodass das Produkt dann ausläuft. Warum diese Produkte und was unterscheidet die Produkte von Levy & Frey von anderen Produkten? Das Thema hat mich auf jeden Fall beschäftigt und deswegen habe ich auch ein bisschen mehr recherchiert, damit ich diese Infos natürlich auch an euch weitergeben kann. Abgesehen davon, dass diese Produkte einfach bis ins kleinste Detail durchdacht sind, kann man mit diesen Produkten auch Plastik sparen. Wie? Das seht ihr gleich. Außerdem können wir auch was Gutes tun, denn jedes Mal, wenn wir ein Set von Levy & Frey kaufen, wird automatisch eine Spende an Ozeankind gehen, was ich persönlich sehr gut finde. Für weitere Informationen könnt ihr gerne in meine Infobox reinschauen. Da werde ich euch nochmal den Rabattcode aufschreiben. Da könnt ihr nochmal über die Produkte nachlesen. Außerdem setze ich euch auch noch einen Link rein, damit ihr schnell und unkompliziert zu den Produkten gelangt. Und Levy & Frey hat auch einen YouTube-Kanal, ist auch ganz spannend, den Link setze ich euch auch rein und wünsche euch auch viel Spaß beim Schauen. Außerdem sind diese Produkte auch für empfindliche Haut geeignet, was ich persönlich sehr gut finde. Deswegen dürfen natürlich auch die Kinder diese Produkte nutzen, was auch ein Pluspunkt ist. Um nochmal auf das Thema Plastik zurückzukommen, erzähle ich euch, warum wir weniger Plastik verbrauchen, wenn wir diese Produkte benutzen. Das ist ganz einfach, weil man diesen Starter-Set, diese 4 Flaschen, einmalig kauft. Das heißt, die Flaschen habt ihr dann zu Hause und wenn ihr die Produkte verbraucht habt, könnt ihr einfach nur diese kleinen Tütchen nachbestellen. Auf jeder Tüte steht auch drauf, was in welche Flasche reinkommt, also Shampoo tut ihr in die Flasche rein, wo das Shampoo draufsteht und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz einfach. Hier nochmal eine kurze Anleitung. Hier habt ihr die Flasche, hier das Produkt in der Tüte, das ist ein Pulver. Man reißt einfach eine Ecke ab oder schneidet ihr mit der Schere, aber nicht zu viel abschneiden, damit das ganze Pulver dann nicht auf einmal rausfällt. In die Flasche tue ich ein bisschen Wasser rein, damit das Produkt danach nicht am Boden irgendwie klebt. Dann tue ich das Pulver rein. Und füge dann lauwarmes Wasser rein. Das ist auch ganz wichtig. Kein kaltes, kein heißes. Einfach lauwarmes Wasser in die Flasche rein. Bis zu der Markierung. Das sind 250 Milliliter. Kräftig schütteln. 3 Minuten stehen lassen. Fertig. Super schnell und unkompliziert. Und dasselbe könnt ihr dann bei jedem Kauf von den Tüten, die ihr dann nachbestellt, machen.
Was ich noch sehr gut finde, was mir sofort aufgefallen ist, das Päckchen, in dem die Produkte geliefert wurden, bestand komplett aus Papier. Da war kein Tesafilm, gar nichts, nur Papier, was natürlich auch sehr gut ist. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, berechtigterweise, ja, alles ist schön und gut, aber warum Plastik und kein Glas, ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt und dann habe ich auch kurz darüber nachgedacht, hätte ich persönlich gerne Glas unter der Dusche? Nein, wir haben 3 Kinder und es ist ganz normal, dass einem beim Duschen etwas runterfallen kann, rausflutschen kann. Man hat ja meistens eingeseifte Hände und ich hätte es sehr ungern, ein Kind unter der Dusche stehen und dann fällt die Flasche runter und überall ist Glas. Aber auch da hat sich Levi und Frey ein paar Gedanken dazu gemacht und haben kein Billigplastik verwendet, was nicht so gut ist, weil recyceltes Plastik hat so eine raue Oberfläche und da können Partikel abgehen und in das Produkt gelangen, was natürlich nicht so gut ist. Deswegen wurde auch da auf die Hochwertigkeit von Plastik geachtet. Ich bin auch keine Plastikgegnerin. Plastik kann wirklich sehr praktisch sein. Aber die Mengen, die wir Menschen an Plastik verbrauchen und was das noch für Plastik ist, keine Ahnung, was die da alles reintun, das ist das Problem und da sollten wir vielleicht ein bisschen mehr drauf achten und nicht immer grundsätzlich sagen, das ist gut, das ist schlecht. Also einfach immer ein bisschen gucken und sich Gedanken darüber machen, was für Plastik, wie viel Plastik und wenn jeder so ein bisschen drauf achtet, dann können wir auf jeden Fall ein bisschen was für die Umwelt tun, was besonders heutzutage einfach extrem wichtig ist, weil ja, die Welt, das Wetter, alles spielt verrückt. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber wenn ich Produkte kaufe, spielt der Duft für mich eine sehr große Rolle. Ich versuche euch die Düfte ein bisschen zu beschreiben. Hier habe ich einmal das Duschgel und die Handseife und beide duften auf jeden Fall nach Zitrusfrüchten, frisch und fruchtig. Auf jeden Fall fruchtig. Und ich finde, beides duftet so nach Urlaub. Jetzt bekomme ich Lust auf Urlaub. Hier einmal das Shampoo und der Conditioner. Also die beiden duften auch fruchtig, aber etwas kräftiger. Und warm, nach Wärme. Wärme, Geborgenheit, Urlaub. Und es duftet alles so natürlich, nicht künstlich. Es gibt manchmal Produkte, da riecht man dran und da möchte man am liebsten umkippen, weil die so künstlich duften. Ich glaube, jeder hat schon sowas erlebt. Es gibt einfach Düfte, die möchte man nicht zu Hause haben. Bei diesen Düften bekommt ihr auf jeden Fall Lust auf Urlaub. Wie gesagt, die duften alle einfach extrem natürlich und sehr fruchtig. Und wenn ich mir die Hände gewaschen habe oder mich geduscht habe und ein paar Minuten später nochmal in den Raum reingehe, der Duft ist immer noch da und immer noch sehr angenehm, auf jeden Fall nicht dominant und nicht künstlich, einfach natürlich, fruchtig, frisch, Urlaub halt. Okay, genug geschwärmt, ich habe gerade viel geredet, ich brauche einen kleinen Schluck Tee. Und es geht auch schon weiter. Und zwar mit meiner Haarpflegeroutine. Das erste, was ich mache, ist immer die Haare vorher durchkämmen und ein bisschen ganz leicht die Kopfhaut massieren. So bereitet man die Haare und die Kopfhaut optimal auf die Haarwäsche vor. Dann mache ich meine Haare komplett mit lauwarmem Wasser nass. Und da ist auch sehr wichtig, bitte kein heißes Wasser oder kaltes benutzen. Das heiße Wasser zerstört euer Haar. Denn das Haar geht dann wie ein Tannenzapfen auf und verschließt sich dann nicht richtig. Dadurch sieht das Haar nach der Wäsche einfach spröde aus. Wenn ihr schon am Anfang mit kaltem Wasser euer Haar wäscht, dann verschließt sich das Haar und dann kann keine Pflege in das Haar gelangen. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen ja das Haar sauber bekommen und den ganzen Schmutz aus dem Haar rausziehen. Und es geht nicht, wenn das Haar einfach verschlossen ist. Deswegen bitte mit lauwarmem Wasser die Haare nass machen, waschen. Was ihr aber gerne machen könnt, ist am Ende der Wäsche das Haar oder die Spitzen mit sehr kaltem Wasser abwaschen, damit sich das Haar schließt, aber nicht während der Wäsche. Das ist ganz wichtig. Dann tue ich 2-3 Pumpstöße von dem Levi & Frey Shampoo auf meine Hand drauf. Da müsst ihr auch gucken, je nachdem wie kurz oder lang eure Haare sind oder fettig. Und ich wasche damit nur meine Kopfhaut. Ich lasse das Haar komplett in Ruhe. Es sind nur die Ansätze und die Kopfhaut, die ich wasche,
weil am Ende, wenn ihr das Produkt abspült, fließt das Ganze ja über die Haare runter und da braucht ihr nicht extra die Spitzen irgendwie rubbeln oder ziehen, das ist unnötig, das macht das Haar kaputt und deswegen bitte nur die Kopfhaut und die Ansätze waschen. Nachdem ich das Shampoo aus dem Haar rausgewaschen habe, ist es sehr wichtig, dass man alle Produkte immer sehr gut rauswäscht, damit das Haar am Ende nicht glanzlos aussieht. Tue ich ein bisschen Conditioner in meine Hand rein und da im Gegensatz zu dem Shampoo muss man das Produkt auf den Spitzen verteilen. Ich kämme da so ein bisschen mit meinen Fingern durch, damit das Produkt ja die ganzen Haare umschließt und sich richtig einsaugen kann und ich lasse das auch ein paar Minuten einwirken und in der Zeit dusche ich mich und da benutze ich auch sehr gerne das Duschgel von Levi & Frey. Leute, es duftet im ganzen Raum, der Duft ist einfach himmlisch. Ja, und wenn ich mit dem Duschen fertig bin, in der Zeit konnte das Haar die Pflege einsaugen, wasche ich meine Haare und Körper mit lauwarmem Wasser ab und anschließend nehme ich kaltes Wasser und spüle damit die Spitzen ab. Also wirklich nur die Haarspitzen mit kaltem Wasser abwaschen und das war's. Mehr mache ich nicht. Mit diesem Video wollte ich euch nicht nur dazu motivieren, auf die Umwelt zu achten, sondern auch was Gutes für euch zu tun und euren Haaren zum neuen Glanz zu verhelfen. Ich hoffe natürlich sehr, dass mir das gelungen ist und euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, dann belohnt mich gerne mit einem Daumen nach oben. Das motiviert mich sehr, mich weiter mit spannenden und interessanten Themen zu beschäftigen und für euch schöne und unterhaltsame Videos zu drehen. Wir können uns auch gerne zu diesem Thema weiter in den Kommentaren austauschen, falls ihr irgendwelche Fragen an mich habt. Ich beantworte alle Kommentare. Ihr könnt auch gerne schreiben, wie eure Haarroutine aussieht. Wie oft müsst ihr eure Haare waschen? Bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich meine Haare immer dann wasche, wenn ich merke, dass die fettig sind. Und das passiert meistens nach 2 Tagen. Und ich mag es sowieso nicht so gerne, mit ungewaschenen Haaren rumzulaufen. Es mag sein, dass das für die Haare sogar gut ist, wenn man sie nicht so oft wäscht. Aber ich möchte nicht diesen ganzen Staub, den Schmutz, der sich im Laufe des Tages oder der Tage in den Haaren einsammelt, dann damit schlafen. Das Ganze bleibt dann auf dem Kissen. Wir liegen auf dem Kissen mit dem Gesicht. Das kommt dann auch alles auf die Haut drauf und dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn wir Pickel bekommen. Deswegen, ja, das Problem Pickel kann man manchmal auch mit dem Waschen der Haare, ja, lösen. Deswegen, also das ist für mich schon wichtig, dass ich mit frisch gewaschenen Haaren immer rumlaufe und nicht jetzt zu lange warte, weil das für die Haare gut ist. Wobei, ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, ob das so viel besser ist. Deswegen wasche ich meine Haare immer dann, wenn ich merke, die sind nicht mehr sauber, die fetten. Und das ist bei mir halt nach 2 Tagen der Fall. Ja, und damit beende ich dieses Video. Ich hoffe, dass das Video für euch interessant und informativ war. Und wie gesagt, für alle weiteren Infos könnt ihr gerne in meine Infobox reinschauen. Da findet ihr nochmal den Rabattcode, die ganzen Links und alles, was ihr zu den Produkten wissen müsst. Und damit schließe ich das Video. Wir sehen uns dann bei dem nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye!